Hey, welcome back im Freispiel. Und welcome back, willkommen zurück zu Das sind die Nominierten zum Spiel des Jahres 2020. Hier geht das jetzt um Pictures vom PD Verlag, den kennt ihr von so Partyspielen wie Concordia und Antike oder auch Imperial. Genau, wer sowas spielt, kennt meistens den PD Verlag nicht. Die machen normalerweise schwerere Kosten und die haben dieses Jahr ein Familienspiel rausgebracht, Pictures. Und das ist dann gleich auf der Nominierungsliste für das Spiel des Jahres 2020 gelandet, weil das wirklich Innovationen bietet. Und zwar ist das ein Malspiel, wir wollen Bilder malen, aber wir haben weder Stift noch haben wir Zettel. Das geht um Fotos, wir haben hier 16 Fotos in der Auslage, ne? A bis D, 1 bis 4. Und jeder Spieler zieht hier so einen Chip aus dem Sack. Der sagt mir jetzt zum Beispiel, ich soll das Bild B3 darstellen. B3, das wäre dieses Bild hier. Das wissen die anderen Spieler aber nicht. Und so zieht eben jeder Spieler so ein Ding aus dem Sack und muss das dann darstellen. Und gemalt wird jetzt mit verschiedenen Dingen. Es gibt einen Spieler oder eine Spielerin, die hat zwei Schnürsenkel zur Verfügung, um das Bild darzustellen. Ich könnte hier mit meinen Bauklötzchen arbeiten, aber sagen wir mal hier Florian, der hat die Bauklötze, muss damit sein Bild darstellen. Das gibt dann hier diesen Bilderrahmen. In diesen Bilderrahmen kommen Holzklötze und zwar genau 9 Stück, nicht mehr, nicht weniger, die in verschiedenen Farben vorhanden sind, je 3 pro Farbe und mit denen muss man jetzt eben das Bild darstellen. Ich weiß nicht, ob ihr das hier gut sehen könnt, wenn ich das jetzt zum Beispiel darstellen wollen würde. Dann kann ich zum Beispiel hier, mache ich das Wasser da so hin, das ist ja auch relativ dunkel. Da vielleicht die braune Ente, die haben wir noch hier. Und auf dem Schiff haben wir da so Grünspan und den blauen Bug des Schiffes. Da habe ich schon Probleme, vielleicht mal hier die rostige Kette, mache ich in Rot. Ne? So, das soll jetzt das hier darstellen. Also ihr seht, das ist nicht ganz einfach, die Sachen darzustellen mit den Materialien, die man zur Verfügung hat. Ich habe es jetzt hier super easy getroffen zum Glück, weil ich soll das hier mit den Händen, mit den Kronkorken machen und habe 4 Stöcke und 4 Steine zur Verfügung und lege einfach meine Stöcke da so hin und drapiere dann die Steine da drauf. Da wird schon jemand drauf kommen, dass das die Hände mit den Kronkorken sein sollen. Unsere 5. Mitspielerin Lena, die hat hier so Karten zur Verfügung, um ihr Bild darzustellen. Da sind einfach Dinge drauf, ein Kackhaufen, ein Auto, Lagerfeuer, ein Totenschädel. Ne? Und die muss 2 bis 5 dieser Karten ausspielen, um damit eben ihr Bild darzustellen. Ist das dann dargestellt und geraten, kommen halt neue Bilder ins Spiel. Und optimalerweise, zumindest machen wir das so, ich weiß wirklich nicht, was in der Regel steht, auch die Punkte. Es gibt hier so einen Zettel, da gibt es Punkte, wissen wir nicht, wie das funktioniert, weil wir diese Spiele einfach immer nur so lange spielen, bis alle die Lust dran verloren haben. Und das kann bei Pictures sehr, sehr lange dauern, aber die Punktwertung interessiert uns da nicht groß, weil es um die Freude an der Kommunikation geht, unserer Meinung nach, bei diesen Spielen. Genau, neue Bilder, dann tauschen wir die Objekte durch, habe ich eben mit den Stöcken gearbeitet. Mache ich das nächste Bild hier mit den Farbklötzen und so weiter. Wir finden das richtig genial, ernsthaft innovativ, weil eben gemalt wird, ohne dass gemalt wird. Und das wirklich, wirklich aufregend ist, damit irgendwie, weiß ich nicht, ein Schmetterling oder Schloss Neuschwanstein oder was auch immer darzustellen. Genau, richtig gutes Partyspiel, geht leider nur zu 5, weil halt nur 5 Objekte im Spiel sind. Rein theoretisch könnt ihr natürlich irgendwie bei euch im Haushalt andere Sachen noch suchen, die auch mit reinschmeißen, dann könnt ihr auch mit mehr Leuten spielen. Geniales Teil. Pictures vom PD Verlag, nominiert zum Spiel des Jahres 2020. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß mit unseren Videos, viel Spaß mit euren Spielen und tschüss aus dem Freispiel.